felt like I'd missed out on the joke. And it was a real good one. Come on. Natürlich. The tram was slowing down. And I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. Munition! Bevor ich anhalte. This was my stop. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere. So he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with Da Silva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey, Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Okay. Yo. Hey, die Szene kennt man doch. Das ist die Szene aus dem Anfang. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong.
Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Na, Granatwerfer. Das wird spaßig. We had one card left to play. Just get me close. Fuck! A slot is coming to the right. There! Over to the right! Come on! We got a flight to catch. It's not going to take off without... We're taking damage! Ja, Mann, ich muss... Ich muss erstmal das Ding richtig... Hey! Na, komm schon! Boah, juhu! Die Granatwerfer machen Spaß. Komm, Gas! Asshole! Your career's coming down with that plane! Let's get it over with! Wieso kommt da noch ein Flugzeug an? Naja, egal. Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I walk. You'll walk with a lift. Aua! Scheiße! Autsch! Ah, wieder Zigaretten und Bier? Das passt gerade irgendwie so gar nicht dazu. Okay. Ja, doch. Rockstar Vancouver. Ein Russe hat das gemacht, oder? Keine Ahnung. Sergei. Ja, was
soll ich sagen? Also es ist ein Ego-Shooter. Und Ego-Shooter, muss ich sagen, spiele ich generell nicht sehr gerne. Also immer mal wieder ein, aber halt nicht immer mal. Und ja. Halt so. So dass ich, was ich bis jetzt so gesehen habe. An Ego-Shootern. Ich habe nicht viele Ego-Shooter bis jetzt gesehen. Ich kann das jetzt halt mit. Mit was kann ich das vergleichen? Mit Borderlands? Call of Duty Modern Warfare 2. Und Call of Duty 2. Was habe ich denn noch gespielt? Als ich habe noch einen First-Person-Shooter gespielt. Boah. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber. Ich fand die Story, ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass ich sehr lange nicht gespielt habe und dann wieder gespielt habe oder so. Ich fand die irgendwie sehr komisch. Man sah zudem, dass es wirklich ein PlayStation 3 Ableger war. Also das Level-Design und das lineare Level und so. Man sah halt, dass es die PlayStation 3, diese Draw Calls heißt das, dass halt es auf reduzierte Art, also es gibt nur eine reduzierte Art von Elementen, gibt ja jetzt keine 30, wie ist es? 30 Zeitungen, die noch durch die Luft fliegen oder sowas. Ist da mein Schuh? Na. Ich weiß nicht. Ah ja, stimmt, Spec Ops habe ich noch gespielt. Würde ich den Teil Spec Ops vorziehen? Also das, ich habe ja den zweiten Teil habe ich dummerweise nicht gespielt. Das wäre super, wenn ich den vorher gespielt hätte. Dann hätte ich auch so ein bisschen was davon mitbekommen. Mit dem dritten Teil so anzufangen, ist nicht so cool gewesen. Diese Bullet-Time-Geschichte und so weiter, das haben sie eigentlich recht cool gemacht. Also das Gameplay war schon in Ordnung. War schon in Ordnung. Wirklich in Ordnung. Ich glaube, ich würde es Spec Ops The Line vorziehen. Ja. Er ist jetzt 7 Jahre alt. Spiel. 6 Jahre. 2012 rausgekommen. Und ja. Also, ich habe zuvor noch nie ein Rockstar-Spiel gespielt. Meine ich. Ja. Und dafür. Also, dass die Leute immer so Rockstar in den Himmel loben, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das so ist. Es kann natürlich auch ein schwacher Teil sein oder irgendwas anders sein, aber naja. Ah ja, stimmt hier. Wie hieß das? Metal Gear Solid 4, ja, kann man so als Third-Person-Shooter nehmen. Und natürlich Battlefield 3 und 4 habe ich gespielt. Battlefield 4 würde ich dem vielleicht vorziehen und Metal Gear Solid 4 sowieso, aber das ist, ich glaube, man kann das nicht mit Metal Gear Solid 4 vergleichen. Und
Battlefield. Man weiß nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall vor Spec Ops vorziehen wegen dem Gameplay. Und die Story hat mir jetzt, um ehrlich zu sein, viel mehr gefallen von Spec Ops The Line. Zumindest das, was ich noch in Erinnerung habe. Das kann natürlich auch vollkommen verzerrt sein. Naja. Ich finde es allerdings einigermaßen schön, dass das Ding tatsächlich hier die skalierbare Auflösung beherrscht. Also du kannst da reinballern, was du möchtest. Es ist egal. Das Ding, das Spiel kann skalieren auf dieser Auflösung. Was schon mal sehr schön ist. Das Problem ist halt wieder, dass die Videosequenzen eingebaut haben, wo man das halt bei der skalierbaren Auflösung und bei der höheren Leistung, die halt der PC hat, dann schon sieht, dass es immer wieder Videosequenzen sind und dass es halt so ein bisschen raushaut aus der Immersion, wenn es eine ist. Naja. So, ich würde sagen, ich lasse euch damit alleine und viel Spaß.
So, jetzt sehen wir die Leute, die diesen scheiß Social Club gemacht haben. Richtig scheiße. Naja, trotzdem. Was haben wir denn noch so? Performance Capture und Animation. Ja, Motion Capture Cutscenes. Die haben drei, die tatsächlich Adam heißen. Ist das in Vancouver, war das? Vancouver, so ein guter Name. Daniel, Dan, Daniel. Daniel, Dan, Daniel, Dan, Daniel. Gut, Davids. Oh. Chef James Crocker. Zweimal Patrick, juhu, Patricia. Erster Vita Liberator. Ach naja. Giant Studios, Faceware. Technicolor. Technicolor ist doch so ein richtig dickes Teil. Ich meine, die machen Kameras. Oxter Lincoln. Boah, wie viel haben sie da an Zeug? Okay, in Lincoln haben sie scheinbar die QA gemacht. Im Testers. Ich weiß nicht, ob Game Tester so eine coole, so ein cooler Beruf ist. Ja, natürlich, du bekommst Spiele, bevor sie ausgeliefert werden, aber dafür hast du halt so viele Probleme. Du kannst die erstens nicht durchspielen, du spielst wahrscheinlich immer nur ein Level. Du musst das Level zum Verrecken oft spielen. Und du musst das Level immer auf andere Weisen spielen. Um zu gucken, ob du da irgendwo eine overpowerte Taktik hast oder ob du irgendwo etwas nicht machen kannst oder so. Ja, wir hatten ja das Level jetzt zum Beispiel. Der Max hatte mehrere Motion Capture. Okay. Da sind wohl ein paar mitgegangen. Naja, zum Beispiel die Flughafenszene war ja irgendwie komisch. Weil man hatte halt diese eine Wand da und wenn man sich hinter die eine Säule gestellt hat, konnte man halt nicht so wirklich in die Halle reinschießen. Ich weiß nicht, ob das
Designentscheidung einfach so war, dass die halt einen gezwungen haben, dann weiterzulaufen. Oder ob das halt einfach nicht aufgefallen ist, dass es halt die Wand, man hätte einen kürzer machen können oder so. Naja. Ja, wie viele Michael es gibt. Also Michael ist wirklich ein viel genutzter Name. Tom Tony. Casting. Okay. Location Facial Capture. Ah. Also die haben für verschiedene... Warte mal. Das Ding ist doch in Englisch rausgekommen. Mit deutschen Untertiteln. Wieso sollten sie dann noch andere Gesichts... Capture machen? Joey Gay. Ach, vielleicht kommt das ja in Japan oder in China oder sowas auch raus. Da sollte man natürlich dann wohl extra für Chinesisch. Ich müsste gleich mal gucken, in welcher Sprache es das Zeug gibt, aber ich glaube nicht in vielen. Newscasters. Ach ja, stimmt, die hatten ja diese Captain Paintball Westin. Announcer Part 1 und Part 2. Aber ach so, es gab zwei verschiedene. Okay. Original Score Edition Production X-Paint Teams Tears 9 Cycles I Love Cuba Cuba. Ah, das sind jetzt die eingekauften Lieder. Me Butter for Dancer. Ja, Hot Mama. Okay. So, und dem DJ Mix Double and Pass. Hip Hop Drop. AC Slater. Okay. Alles von einem genommen? Shuffle Code? The Fresh Remix. Ja, es gibt immer noch coole Sachen. Weiße Handschuhe. Achso, Trouble in Brass Recordings heißt die Firma, die das Label hat. Verstehe. Lower ist es. Your Highness Remix.
LR Kicks. LA Kicks, soll man jetzt sagen. Mr. Bongo. Was ist Mr. Bongo? Ist das vielleicht das Ding gewesen? Auf dem Schiff? So, die schreiben jetzt das Ganze nach vorn. Ich frag mich ja, wer immer diese Abmoderation oder diese Abspänne zusammenkleistern muss, ob der irgendwas verbrochen hat oder so, dass er halt den Abspann machen muss. Das fände ich ziemlich, ziemlich witzig, muss ich sagen. Published by Mr. Bongo. Conscious Threat of Mr. Bongo Jays. Na, war's das? Okay, und damit würde ich sagen, bis zu einem weiteren nächsten Let's Play. Mal gucken, was es dann gibt. Vielleicht spiele ich ja auch noch Kingdom Hearts mal irgendwann zu Ende, dass das Ding da mal rauskommt, aber da mache ich mir keine großen Hoffnungen. Vielleicht den zweiten Teil. Der erste Teil gefällt mir. Der hat so eine Scheißsteuerung. Naja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.